Hallo zusammen. Ich befinde mich heute auf Tag 2 meines Roadtrips von Adelaide nach Melbourne und stehe jetzt gerade hier auf einem freien Campingplatz, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, weil da keine Kommentare drunter waren, ob der wirklich frei ist oder ob hier heute nachts Rangers kommen und mich hier wegschicken. Aber no risk, no fun. Ich versuch's, ich baue nachher mein Bett auf. Und bei diesem Roadtrip passt auch die Matratze ins Auto. Das heißt, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid und ihr mietet euch ein Auto, so wie ich, guckt vorher, wie groß das ist. Weil wenn die Matratze nicht reinpasst, wird das richtig ätzend, weil dann kann man die Beine nicht lang machen und dann kann man nicht vernünftig schlafen. Und das raubt einem wirklich den Nerv. Deswegen habe ich auf meinem ersten Roadtrip auch nur eine Nacht im Auto verbracht. Und danach war ich froh, dass ich bei meiner Farmfamilie war und somit auch mitreisen konnte und Stops machen konnte, wo ich dann nicht im Auto schlafen musste, weil das war Horror. Ja, ansonsten werde ich euch jetzt zeigen, was ich bisher auf meinem Roadtrip schon gesehen habe. Und dann wünsche ich euch viel Spaß.